Hey yo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sins of a Solar Empire. Hoffentlich vergesse ich diesmal nicht das Overlay umzuschalten. Werde ich es hinkriegen? Werde ich es hinkriegen, wenn ich die Tasten finde? So, müsste jetzt passen. Ich guck lieber nochmal nach. Ja, passt. Okay. Ich weiß, das ist nervig. Mei, ist halt so. Ich habe halt wirklich auf dem Schreibtisch keinen Platz für einen zweiten Monitor. Das ist so wie ich es angestellt. Schwierig. Ist einfach schwierig. Geht nicht gescheit. Nicht so, wie ich mir das wünschen würde. Das wäre dann so ganz komisch. Dann würde ich irgendwie hier so hinschauen und der andere wäre hier so schräg und die Boxen dahinter. Keine Ahnung, das. Vielleicht hätte es gehen, auch mit den Kabeln, aber ich weiß nicht. Ich bräuchte auch einen zweiten Stromdings für einen zweiten Monitor. Die Buchse ist auch voll gesteckt mit lauter Zeug. Dann bräuchte ich eine größere Mehrfachstrombuchse. Und für Computer ist so eine Mehrfachstrombuchse, glaube ich, auch nicht das Beste. Da braucht man dann so eine mit einem Sicherungsschutz. Die kostet dann auch wieder 30 Euro, soweit ich weiß, oder 20. Ist halt alles teuer wie Sau. Und ich habe derzeit, weil ich ein armer Student bin, der keinen Job will, ist halt so, stehe ich auch zu. Bin jetzt Student. Habe ich halt einfach keine Kohle. Ne? So. Ist halt so. Und das braucht auch nicht wirklich. Nur damit ich sicher sein kann, ob das Overlay jetzt passt oder nicht, kaufe ich mir nicht einen zweiten Monitor. Es wäre manchmal ganz praktisch und ich wette, wenn ich einen zweiten Monitor hätte, würde ich nie wieder darauf verzichten wollen, aber derzeit nee. So, zurück zum Spiel. Wir handeln orbitaler Handel und was wir auch noch handeln können, das ist super. Halt, erstmal mach mal erstmal bilden wir aus. Hier, Träger. Zwei Stück. Vier Stück. Whee! Bereit. So, der Kampf beginnt. Wo ist der hier? Okay. Jawohl, Commander. Komm Link online. So. Weil das sind schon ein paar Fregatten und so, aber das ist nicht zu schlimm. Damit kann ich umgehen. Raketenbatterie dauert noch, nicht genug Antimaterie. Aber der gehört noch keinen. Wie viele Asteroiden hat's denn da drüben? Auch nur zwei. Und bei mir hat's drei. Na gut. So, Schlacht beginnt. Raketenfregatte. Die hauen wir erstmal weg. Oh ja, die kriegt gut Schaden. Schilde schon durchbrochen. Die Hülle nimmt auch schon Schaden. Und dann hat sich das. Bomberfregatte. Ja. Da kommt der schwere Kreuzer. Der muss weg. Aber das müsste schon passen. Der hält nicht so viel aus. Noch ein schwerer Kreuzer. Jetzt schauen wir einfach mal, ob die beiden Großkampfschiffe das hinkriegen oder nicht. Sehen wir ja gleich. Forschung abgeschlossen. Jawohl, Commander. Fahren Sie fort. Es ist natürlich dämlich, dass ich den geschickt habe, weil jetzt lenke ich die Aufmerksamkeit aufs Kolonieschiff. Will ich ja gar nicht. Schnell nochmal zurückspringen. Die Träger werden gebaut, das ist super. Da bauen wir jetzt dann immer Jagdgeschwader. Die sind nämlich, glaube ich, besser als die Bomber. Vor allem gegen so kleineres Zeugs. Naja, jetzt schauen wir dann gleich mal. Ich will noch ein bisschen was forschen. Was können wir denn noch Nützliches forschen? Hier, riesige Laderäume. Macht mehr Frachtraumkapazität für Handelsschiffe und Raffinerieschiffe. Das sollte mein Einkommen großartig in die Höhe treiben. Um 15% nochmal, das ist richtig nice. Komm, Link online. So, also hier wird immer noch gebettelt. Die Hüllen halten. Dieses Schiff werde ich verlieren. Die Fregatte. Aber das macht nichts, die Fregatten sind nicht so teuer. Das ist jetzt nicht so schlimm. Das lassen wir jetzt einfach. Und der nimmt jetzt dann einfach hier diesen Planeten. Übermittlung empfangen. Übermittlung empfangen. So. Piraten greifen immer noch dort an. Die Träger sind hier. Genau. Und ich habe die Bomberfregatte. Ah, warte, nein, ich wollte doch die Raketenfregatte. Planetenbombardierungswaffen, die brauche ich ja gar nicht. Habe ich falsch erforscht. Oh oh. Wo ist er denn? Die da ist es. Genau. Raketenfregatte. Und dann kann ich auch bessere Raketenavionik
erforschen. Das ist auch sehr nützlich. Und vielleicht noch ein bisschen die Laser und so. Oder hier die Titanüberzug. Mehr Rüstung, mehr Panzerung, ganz wichtig. So. Hört mal her, ihr Fliegerasse. Immer 2:1 Verhältnis. Komm, Link online. So, die Raketenbatterie, aber schaut's mal. Die macht 13 Schaden. Ist ziemlich gut. Höre laut und deutlich. Ja, doch. Höre laut und deutlich. Wo sind denn die Raketenfregatten? Batterien. Hier, so schaut die aus. Und da vorne hat sie, glaube ich, die Raketen drin. Höre laut und deutlich. Höre laut und deutlich. Schießt die auch mal auf irgendwas? Komm, Link online. Nee, ist nichts in Reichweite. Komm, Link online. Aber das macht jetzt auch nichts. Da ziehen wir uns. Ah nein, wir können uns nicht zurückziehen. Wir müssen das hier schnell zerstören, bevor mein Kolonialschiff vernichtet wird. Ja, richtig, genau. So. Und nachdem das so super ausschaut. Jetzt haben wir dann 8. 4 auf 2. 6 auf 2. Ja, gut, ist halt wie es ist, ne? Wer braucht Luftunterstützung? 4 kann ich insgesamt 8 machen. Und 8 geht nicht auf ein 2:1 Verhältnis. Da bräuchte ich 12 für 8 und 4. Da müssen wir nochmal 2 Träger bauen, theoretisch. Machen wir einfach. Ist nicht schlecht, die Träger sind auch nicht schlecht. Irgendwann sterben sie vermutlich in der Schlacht und dann wird der Platz für die großen Kampfschiffe wieder frei, aber das ist ja dann... So, Raketenfregatte, die wollte ich noch haben. Da machen wir jetzt erstmal ein bisschen Geld und bauen dann 8 Stück, vielleicht sogar 10. Ja, dann haben wir eine richtig große Flotte und dann können wir mal gucken, ob wir irgendwo angreifen können. Beziehungsweise ich kann mich dann gut gegen Piraten verteidigen. Bereit! So. Wohin, Commander? Der nimmt jetzt diesen Planeten bald ein. Online. Erwarte Befehle. Und ich kann jetzt dann bald die Handelsposten bauen. Ganz wichtig für mich, dass ich anfange, die aufzubauen. Unzureichende Finanzmittel, ja, ist doof, aber das hilft jetzt nichts. Die haben eine Menge Hülle. Genauso viel wie ein Militärlabor. Mehr als eine kleine Werft und sogar genauso viel wie eine große Werft. So, Handelsposten. Weil die machen richtig Kohle. Das haben wir letztes Mal schon gesehen. Und das können wir jetzt hier dann auch gleich gucken, wie sich der Handel erhöht. Im Vergleich zu diesem planetaren Einkommen. Forschung abgeschlossen. Gut, bei einem erdähnlichen Planeten, der hat halt eine riesen Bevölkerung. 15,1 Steuern. Der hier hat 4,8. Obwohl er... Na, hat nur halb so viel Bevölkerung. Seht ihr? Also, das ist unglaublich, was der hier an Steuern macht, so ein erdähnlicher Planet. Ist halt dreimal mehr als so ein Eisplanet. Forschung und tausendmal mehr als so ein Zwergplanet. Ich wollte keinen Titanen bauen. Wollte ich gar nicht. Wer braucht Luftunterstützung? Egal. Der Planet Liriope wurde unserem Imperium einverleibt. Jetzt hier, okay. Ich dachte schon. Airwing zur Verfügung. So. Auf jeden Fall die Strukturen. Und die kosten gut Geld. Ich dachte, ich hätte das schon erforscht. Überarbeitet, befahren im Bereich von Müller, erhöhen Produktionskosten, Konstruktionsübereinstimmungsziel. Planetenentwicklung. Enttäuscht uns nicht in dieser Sache. Planetenentwicklung. Logistikkapazität. Kostet weniger. Ja, keine Ahnung. Egal. Wir haben ein... Mehr ein, das Empire anzugreifen. Ja, als nächstes greifen sie wieder mich an. Danke. Wir haben einen Auftrag bekommen vom Korsul Armada. Wir bekommen Credits, Metalle und Kristalle, wenn wir 5 Schiffe der gelben Fraktion der Psy-Zealots zerstören. Problem ist, die sind ewig weit weg. Da komme ich nicht hin. Deswegen werde ich jetzt Folgendes machen. Ich werde diesen Auftrag ablehnen. So. Hätten sie gesagt, die Grünen oder die Roten, das hätte ich mir überlegt, aber ich renne nicht über die halbe Galaxie mit meiner Flotte für 600 Credits. Das lohnt sich nicht. Da muss man halt auch immer ein bisschen strategisch denken und dann sagen, okay, Planetenentwicklung abgeschlossen. Das lohnt einfach nicht. Ne? Höre laut und deutlich. So. Bereit. Die Flotte sammeln wir jetzt an diesen erdähnlichen Planeten.
Was hat's hier? Ein Sucher, der macht nicht viel. Und dann bauen wir weiter Handelsposten. So. Also, ich wollte auch mal gucken, ein Handelsposten alleine macht jetzt gar nichts, ne? Der wird noch gebaut. Ah, der wird noch gebaut. Jetzt sind wir dann fertig. Oh, oh. Ich wollte nämlich gucken, ob der alleine schon Geld einbringt oder nicht. Muss man mal sehen. Hier schaut's mit 2 von 3 Raffinerien ganz gut aus. Der hier hat 3 von 3. Das ist super. Der hat nämlich hier, hier und alle hier. Der hat 2. Das ist auch in Ordnung. Bauwerk komplett. Na, komm jetzt hier. Der hier wird bald auch 2 haben. Wenn ich nämlich da unten baue. Hier. Aber das dauert noch ein bisschen. Ich brauche hier erst... Erst will ich hier die Strukturen fertig haben. Für Geld. Geld, Geld, Geld. Also Credits bringen hier richtig viel in diesem Spiel. Komm, Link online. Und wir sind ja die Tags. Unsere Wirtschaft ist ja unsere Stärke, soweit ich das in der Beschreibung lesen konnte. Dann bauen wir hier noch ein ziviles Labor. Ah ja, erst die Extraktoren. Hihi. Wie blöd von mir. So. Ziviles Labor. Weil hier passen auch viele logistische Plätze. Alle Geschütze bereit. Ja, genau. Bauwerk komplett. Okay. Höre laut und deutlich. Also den einen Auftrag habe ich jetzt abgebrochen, das bringt nichts. Aber ich kann auch selber Aufträge erteilen. Also ich kann, wenn ich es erforscht habe. Ich muss das halt irgendwo erforschen, wahrscheinlich bei Diplomatie. Da geht es um den Kreuzer. Alle Geschütze bereit. Erlaubt es, Aufträge für andere Mächte zu formulieren. So. Und dann gibt's doch hier noch, erlaubt es, euch andere Rassenkreditmetalle als Schenkung anzubieten oder einzufordern. Abgeschlossen. Beziehungsgewinn. Piratenaufträge zu erteilen. So, das könnten wir auch mal erforschen. Einfach mal gucken. Forschung abgeschlossen. Alle Geschütze bereit. Das ist auch nicht schlecht. So ein bisschen in die Diplomatie mit rein. Dass wir da mal anfangen, in die Diplomatie mit reinzugehen. Sie das Wohlwollen der genau. Unity gewinnen möchten. So, Steuern, okay, Forschung und Handel. Und ihr seht schon, Handel bringt hier noch gar nichts. Ich krieg noch, jetzt krieg ich Handel. Bereit. Also hier Steuereinkommen, bla bla bla. Handel durch andere. 2,8. Das ist noch nicht so super viel, aber ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Also der Handel derzeit... Und der Handel steigt noch, ihr seht das so ein bisschen, 3,1, der geht noch, glaube ich, ein bisschen hoch. Der Handel deckt gerade derzeit meine Flotteninstandhaltung ab, das ist super. Der Geheimdienst warnt vor einem bevorstehenden Piraten. So, die wollen, dass wir die Gelben angreifen. Das lohnt sich für mich einfach nicht, sorry. Weißt du was, die Piraten lasse ich einfach kommen. Ist jetzt egal. So, logistische Kapazitäten, Handelsposten bauen wir noch, ein Militärlabor möchte ich noch bauen irgendwann, aber vor allem eine Raffinerie, das ist wichtig, dass ich die noch aufbaue hier. So. Bereit. Höre laut und deutlich. Unterwegs. Die sollen alle dahin. Okay. Nur schnell, Bauwerk komplett. Wo sind denn die anderen alle hier? Planetenentwicklung abgeschlossen. Okay. Schaut doch gar nicht so schlecht aus. Gut, gut, gut. Das wird auch noch gebaut. Forschung abgeschlossen. So, der Handel geht immer noch hoch. Und sobald das höher geht, müsste der Handel auch nochmal hochgehen, glaube ich. So, Diplomatie. Ja. Was ist das denn? Verwässerte Strukturen. Naja, das geht so. Was haben wir hier? Effizienzbündnis? Achso. Kulturelle Vorherrschaft, Beziehungsbonus, eigener Beziehungsbonus. Planetenentwicklung abgeschlossen. Was haben wir hier? Kriegsmaßnahmengesetz. Oh! Erhöht die Kriegsanleihen der lokalen Population, wenn ein feindliches Schiff in Gravitationsfeld. Dies erhöht das Steuereinkommen des Planeten. Das ist sehr nützlich, weil häufig fliegen... immer wieder mal Botschafter, Sucher, Lotsen, Aufklärer rum. Und wenn sie mal da in so einen Planeten reinfliegen, gibt's mehr Geld. Kommt vor, 25%, die nehme ich mit. Also das lohnt sich richtig. Und dann machen wir auch mal Aufträge für andere Mächte. Credits und Metalle fordern. Kann man alles machen. Genau.
Jetzt gehen wir so ein bisschen in diese Schiene rein. Bauwerk komplett. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen viel verkauft, aber das gibt, das macht nichts, das passt schon. So. Jetzt haben wir hier das gebaut. Hier fehlt noch ein Handelsposten. Den bauen wir hier gleich. Also ich möchte überall mindestens einen Handelsposten und geschickt gestellte Raffinerien haben. Ich glaube, das braucht es einfach. So, das passt. Und dann bauen wir irgendwo... Warte mal, ich kann doch... Zivil, da gab es dieses hier, Entwicklungsmandat. Ich brauche mehr zivile Forschungsbasen, okay. Hm. Wie viele habe ich denn hier? Noch gar keine. Dann bauen wir jetzt hier noch ein Militärlabor und noch eine Forschungsbasis. Ja, und holen wir uns dann noch diesen erdähnlichen Planeten, diesen Asteroidengürtel oder diesen Asteroid oder was auch immer, Feld und den Planeten. Weil es gibt hier dieses Entwicklungsmandat. Aufstand ist auch noch ziemlich nützlich, glaube ich. Es ist so End-Tech. Hier, Handelsertrag und so. Da kann man alles mit Geld machen. Geld, Geld, Geld. Hier, noch mehr Frachtraumkapazitäten und. Da, also... Oh, übrigens, ich sollte forschen, dass ich mal mehr Schiffe haben kann. Das ist ganz wichtig. Höre laut und deutlich. So, die Piraten müssen jeden bereit. Moment angreifen. Zeit ist knapp. Fahren Sie fort, TechCom. Okay. Was soll zerstört werden? So. Dann bauen wir jetzt hier noch zwei so Dinger hin. Schadet erstmal nicht. Einfach nur, damit wir ein bisschen sicher sind. Die kaufen einem nur Zeit. Das ist wie bei jedem RTS. Sie können gut verteidigen, ja. Sind aber eigentlich nur dazu da, um dir Zeit zu geben. Zeit, deine Flotte dahin zu bringen. So. Vielleicht nur ein paar Raketenfregatten. Ah, gerade nicht. Was wollte ich jetzt noch forschen? Ja, richtig. Das da, aber ich brauche... Ich habe jetzt 6 zivile Forschungsbasen. Bam! Sobald ich die Kristalle habe, kann ich das hier forschen. Was ist das denn wieder? Bauzeitverringerung. Übertragungszentrum, Kulturverbreitung. So. Bams! Abgeschlossen. Jetzt kämpfen wir hier noch. Wohin, Commander? Was soll zerstört werden? Hätten die... Warte mal. Oh, das ist jetzt aber nicht gut. Was ist denn hier jetzt alles gesprungen? Feuer bereit. Die Raketenfregatten. Sie wählen aus, ich mach den Rest. Oh nein. Klingt gut. Die hätten doch zusammenspringen sollen. Bestätigt. Nur schnell. Okay, wartet's mal. Bestätigt. Bestätigt. Alle dahin. Das ist jetzt doof. So, nochmal abhauen. So. Bereit. Und jetzt können die rüberspringen. Aufgepasst. Und dann die darüber. Diese Raketen feuern sich nicht selbst ab, wie sie wünschen. Bereit. Eine so. Gute Entscheidung. Okay, jetzt schickt man erst die großen Schiffe hin, die Raketenfregatten anschließen. Jawohl, der fliegt hier so ein paar Schleifen. Und dann geht's dahin. Das forscht man noch, das forscht man noch. Die Netzwerke. Mehr kultureller Einfluss. Da müssen wir auch mal anfangen mit. Dass ich hier ein Kulturzentrum bauen kann. Genau. Hört mal her, ihr Fliegerasse. Aber ich mache jetzt hier nochmal einen Cut. Speichern. Gut. Bin jetzt fertig. Okay. So. Das war erstmal genug Sins of the Solar Empire für heute. Wir sehen uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Und damit verabschiede ich mich. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut. We'll be right back.
Thank you.